40 Jahre Grün und Bürger bewegt. 40 Jahre Politik, Wut, Vision, Streit, Spaß, Engagement, Veränderung, Leidenschaft, Rückschläge, Erfolge, Aufstehen, Aufschreien, Aufbegehren. Angefangen hat alles mit Menschen, die eine andere Gesellschaft wollten. Mit der Frauenbewegung, der Umweltbewegung, der Friedensbewegung, mit Hausbesetzerinnen und vielen Bürgerinitiativen. 3000 Aktivistinnen und Aktivisten gründeten am 5. Oktober 1978 die Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz. Marxistinnen, Maoisten, Ökofundis, Feministen, Pazifistinnen und Utopisten angetreten, um die Bewegung in die Parlamente zu tragen. Für eine andere Verkehrspolitik, mehr Frauen in Entscheidungspositionen, eine ökologische Stadterneuerung. Bei der Abgeordnetenhauswahl 1981 erreichte die Alternative Liste 7,2% der Stimmen und zog erstmals ins Westberliner Parlament ein. Also ich finde das spitze, ja, mit der A, ja, unheimlich gut, ja. Ich finde es irre, neun Sitze, ist toll. Die Alternative Liste will vieles anders machen. Wir haben eine Alternative zur Verkehrspolitik der Senatsparteien. Wir machen konsequente Frauenpolitik. Für ihre Umwelt. Für ihre Rechte. Für ihre Zukunft. Und das nicht nur kurz vor den Wahlen. Auch in der Fraktion setzt die Alternative Liste neue Maßstäbe. 1987 zieht Michael Eggert als erster Rollstuhlfahrer in ein deutsches Parlament ein. Ebenso ist Sevim Celebi Gottschlich die erste Repräsentantin mit Migrationshintergrund. Damals deutschlandweit einmalig. 1989 geht die Alternative Liste eine rot-grüne Koalition unter Walter Momper ein und stellt drei Senatorinnen. Christian Ströbele für die Alternative Liste und Walter Momper für die Sozialdemokraten besiegeln mit ihrer Unterschrift das rot-grüne Bündnis. In Berlin wird es ja, wenn ja mehr Frauen in den Senat einziehen als Männer. Das hat es ja bisher noch nicht gegeben. Wie finden Sie das? Tja, warum soll es nicht geben? Finde ich eigentlich ganz gut mal, dass Frauen auch mal was zu sagen haben. Naja, Frauen an die Macht. Im November 89 fällt die Berliner Mauer. Die Alternative Liste setzt sich dafür ein, dass die Mauer und die gesamte Grenze als Gedenken an ein geteiltes Berlin erkennbar bleibt. Die Abgeordnetenhausfraktion initiiert den Mauerradweg und die Mauerstreifzüge. Kurz vor der Wahl 1990 zerbricht der rot-grüne Senat, weil der SPD-Innensenator besetzte Häuser in der Mainzer Straße räumen lässt. Im Abgeordnetenhaus folgt ein Vierteljahrhundert Oppositionsarbeit. Aber wir bleiben auf allen Ebenen präsent. 1990 wird Benno Hasse erster Bezirksbürgermeister in Mitte-Alt für die Grünen. 1995 folgt mit Elisabeth Ziemer die erste weibliche grüne Bezirksbürgermeisterin in Schöneberg. Im September 91 starten die Grünen die No-Olympia-Kampagne gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Berlin und streiten für einen nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur anstelle von Prestigeprojekten. Mit Erfolg. Seit 1992 gibt es in Berlin die Grüne Jugend. Eigenständig und kritisch, jung und stachelig. 1993 ist es soweit. Auf dem Vereinigungsparteitag findet endgültig zusammen, was uns bis heute ausmacht. Davon darf im Namen natürlich nichts verloren gehen. Bündnis 90, Schrägstrich, die Grünen, Klammer auf, Alternative Liste, Klammer zu, Schrägstrich, unabhängiger Frauenverband. Die Bündnisgrünen sind zum festen Bestandteil der Berliner Politik geworden. Doch noch immer sehen sie sich als Gegenentwurf zu den etablierten Parteien. Wer in die Zukunft unserer Stadt investieren will, der muss andere Schwerpunkte setzen. Dafür stehen wir. Berlin ist anders. Bei der Bundestagswahl 2002 gewinnen die Grünen zum ersten Mal ein Direktmandat. Hans-Christian Ströbele zieht für Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag ein. 2008 findet in Berlin der erste Volksentscheid statt. CDU und FDP wollen den Flughafen Tempelhof weiter betreiben. Die Grünen kämpfen für die Schließung. Mit Erfolg. Das Gelände wird in einen Park umgewandelt. Während viele andere noch blockieren, fordern die Grünen von Beginn an Bürgerbegehren und Volksentscheide. Nach der Abgeordnetenhauswahl 2016 gehen die Grünen eine Koalition mit der SPD und den Linken ein. Jetzt gestalten wir die Stadt. Auf Druck der Grünen schaltet Berlin 2017 das letzte Braunkohlekraftwerk ab und beschließt den Kohleausstieg bis 2030. Für unsere Energie werden keine Wälder mehr abgeholzt.
Grün macht den Unterschied. Wir leiten die Energiewende ein, sagen Diskriminierung den Kampf an und starten die Mobilität der Zukunft. 40 Jahre voller Höhen und Tiefen, voller Mut und Zuversicht mit Wurzeln und Flügeln. Nie waren wir in Berlin so stark wie heute. Vor kurzem ist das 6.666. Mitglied beigetreten, bald sind wir 7.000. Wir bringen Berlin weiter voran, ökologisch und sozial.